Rumänen sind einfach keine Menschen, die gehören für mich nicht zur Gattung Mensch, das sind Menschen ohne Herz, ohne Empathie. Solche und ähnliche Aussagen sind immer wieder mal gekommen unter Videos, die ich gepostet habe, vereinzelt, aber doch. Und darum möchte ich ein paar Gedanken zu dem Thema mit euch teilen. Und zwar zum einen, ja, es gibt Menschen in Rumänien, die Hunde nicht mögen. Das gibt's. Ja. Warum gibt es viele Menschen, die Hunde nicht mögen oder die Angst vor Hunden haben? Es wird in Rumänien in den Leitmedien, in den Qualitätsmedien propagandaartig gesagt, gezeigt, wie gefährlich Straßenhunde sind, wie gefährlich Hunde sind. Und Propaganda funktioniert in jedem Land zu jedem Thema. Und Propaganda funktioniert genauso in Deutschland, Österreich, Frankreich, Amerika, ganz egal. Propaganda funktioniert überall. Und wenn ihr den ganzen Tag damit beschallt werdet, wie gefährlich Hunde sind, dann werdet ihr es irgendwann glauben. Nicht alle, aber manche. Das ist mal das eine. Ja? Diese Menschen werden permanent gehirngewaschen, dass diese Hunde so gefährlich sind, dass diese Hunde Kinder töten, dass diese Hunde dein Kind töten könnten. Ja? Und klar, es gibt dann einen Teil der Gesellschaft, der einen ziemlichen Hass auf diese Hunde bekommt. Das Erste. Das Zweite. Ich habe so viele Rumänen auch erlebt, die wirklich Hunde lieben, die sich um Hunde kümmern, die Hunde füttern. Wir haben Leute erlebt, weil wir eben die Straßenhunde filmen, um das Sozialverhalten zu dokumentieren, für ein Buchprojekt. Wir haben so viele Leute erlebt, die wirklich Angst hatten, dass wir die Hunde fangen, dass wir Hundefänger sind und die Hunde ihnen wegfangen. Ich habe Hunde gesehen, die hatten dort kiloweise Futter. Also wir haben immer Hunde gefüttert, ganz viel. Und wir haben Hunde gesehen, wo die Berge an Futter hatten, weil sich die Bevölkerung um die kümmert. Ich habe einem LKW-Fahrer gesprochen, der gesagt hat, ihm tun die Hunde so leid, ob ich nicht einen von den Welpen mitnehmen kann. Ja? Der fast geweint hat, weil ihm die Hunde so leid tun. Also es gibt wirklich viele, viele Menschen, die Hunde in Rumänien wirklich mögen und denen, die sich engagieren. Es gibt Tierschützer dort. Also wir waren in einigen Tierheimen, weil wir auch immer wieder Hunde gerettet haben und die halt auch irgendwo hinbringen mussten, um diese 3 Wochen Wartezeit nach der Impfung, dass die abwarten können, irgendwo. Wir haben mit so vielen Leuten Kontakt gehabt, Rumänen, Einheimischen, die wirklich Hunde lieben, die ihr komplettes Leben dafür opfern, dass sie den Hunden in Rumänien helfen. Also es gibt viele Menschen, die in Rumänien wirklich was machen. Und dann ist noch ein Punkt, machen wir es wirklich so viel besser in unserer westlichen Welt? Weil ja, okay, wir haben keine Hunde. Wir haben hier keine Straßenhunde, weder in England, noch in Frankreich, noch in Deutschland, noch in Österreich, noch sonst irgendwo. Ja, das stimmt. Aber was machen wir mit Nutztieren? Was machen wir mit Schweinen, die in Ständen stehen, wo sie nicht mal umdrehen können, die wir in kompletter Dunkelheit halten? Kälber, die wir direkt nach der Geburt der Mutter wegreißen, die teilweise wochenlang nacheinander schreien, ist es wirklich so viel besser, was wir machen? Ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Den meisten Hunden in den meisten Tötungsstationen, würde ich sagen, geht es sehr ähnlich wie den meisten Tieren in unserer westlichen Welt in Massentierhaltung. Und drum, wir sind nicht so viel besser. Wir machen es nur mit anderen Tierarten, die aber genauso fühlen, die genauso so Gefühle haben wie Hunde, wie Katzen. Und der wichtigste Punkt an dem Ganzen ist für mich, ist, wenn wir Menschen, die Hunde nicht mögen, die zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit Hunde nicht mögen, weil sie Angst vor ihnen haben, wenn wir denen so begegnen und sagen, oder auch nur die Einstellung haben, das kommt dir trotzdem rüber. Wenn wir die Einstellung haben, ich hasse Rumänen, ich sehe diese Menschen als kaltherzige, empathielose, gefühlslose Menschen an. Wenn ich Menschen so begegne, werde ich nie was ändern. Und auch wenn ich es mir nur denke, das kommt rüber. Weil wenn ich jemanden begegne und schon diese Einstellung habe, dann wird dieser andere Mensch sofort zumachen und sagen, okay, du bist dieser verrückte, komische Tierschützer, du verstehst einfach nicht, warum wir Angst vor diesen Hunden haben oder warum wir sie nicht mögen. Wenn ich aber hingehe und sage, okay, ich verstehe, du brauchst den Hund als Alarmanlage, weil es halt hier Bären gibt, weil es hier Einbrecher gibt, ich verstehe das. Ja? Wie wäre es, wenn wir einen Zaun bauen? Ja? Oder wenn du einen Zaun baust, dann kann der Hund ja viel besser dich bewachen. Oder wenn man den Leuten sagt, okay, ich verstehe, du hast Angst, dass diese Straßenhunde deine Kinder angreifen, weil es gibt vereinzelt natürlich auch Beißvorfälle mit Straßenhunden, die dann in den Medien propagandaartig wunderschön hochgepusht werden. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich verstehe das ist ein Problem, wie wäre es denn, wenn wir in der Schule Unterricht machen,
einmal in der Woche, einmal im Monat, wie muss ich einem Hund begegnen, damit der mich zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht angreift. Ist ja wichtig, weil diese Kinder haben ja trotzdem täglich Kontakt damit. Wie wäre es, wenn wir mit deinem Kind einen Unterricht machen, wie das lernt, wie sich es verhält und wie es auch sich schützen kann, wenn ein Hund ihn angreift. Sowas ist viel sinnvoller, weil dann fühlen sich Menschen auch verstanden und dann, wenn sie sich verstanden fühlen, sind sie auch am ehesten noch bereit, was zu ändern und nicht dann ihnen mit einfach nur Hass entgegenkommen. Genauso funktionieren Kriege, aber genauso funktioniert niemals Kooperation, niemals Veränderung. Ja. Sind wir bei Gedanken zu dem Thema und wie gesagt, ich kenne sehr viele Rumänen. Ich kenne mehr Rumänen, die Hunde wirklich, wirklich lieben, als Rumänen, die Hunde hassen. Von dem her. Ich hoffe, meine Gedanken konnten ein bisschen dazu beitragen, dass ein bisschen unsere Gedanken zu dem Thema zumindest mal reflektieren. Ihr müsst nicht meiner Meinung sein, aber dass man da zumindest die eigenen Gedanken mal reflektiert, ob es sinnvoll ist, alle Rumänen abzustempeln als herzlose, empathielose, komische Menschen. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es ist nicht so neblig und regnerisch wie bei uns.